Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute möchte ich weitermachen mit meiner kleinen Miniserie. Und zwar einfache, kleine und kurze Aquarelle. Etwas, was man ganz schnell so nebenbei mal machen kann, wenn man einfach Lust hat, den Pinsel zu schwingen und kein Großprojekt plant. Heute habe ich mir überlegt, machen wir ein paar Topfpflanzen und ich würde gerne anfangen mit Kakteen. Und 3 Stück bewährt sich immer ganz gut, wenn man im Querformat arbeitet. Deswegen machen wir uns einfach mal einen Strich hier vorne auf unser Blatt. Ich habe jetzt hier bei meinem Block, das ist dieser Standardblock, um die A5-Größe, nicht ganz. Also ein bisschen größer ist er auf jeden Fall, so zwischen A4 und A5. Und hier ist etwa die Mitte. Und dann gucken wir einmal, dass wir hier 3, 9 und hier auch 9. Und in diesen 3 Spalten möchte ich dann gleich einmal die Kakteen malen. Von dieser Seite mache ich mir das auch nochmal so, dass ich etwa bei 5 anlege. Auf beiden Seiten 12. Dann habe ich mir das hier schön, also hier auf die 5er-Linie. Geodreieck ist dafür wirklich super geil, vor allem wenn man so ein großes hat. Dieser hier hatte auch mal so einen Halter, aber den habe ich irgendwo verloren. So, und dann machen wir hier auch bei den 3 und bei 9 und hier auch bei 9. So, dann habe ich für jedes Teil hier so ein Kästchen. Und in diesem Bereich möchte ich mich mit meinen 3 kleinen Kakteen bewegen. So, und zuallererst nehme ich mir, ich habe jetzt hier so ein, das ist hier ein Aquarell-Graphit. Das heißt also, der verschmiert später mit dem Aquarell. Dann sieht man das nicht ganz so. Und ich habe mir überlegt, ich werde erstmal hier so ein bisschen andeuten. Und zwar werde ich hier einmal einen größeren Pott malen. Einfach hier Strich, also was ganz Einfaches, jetzt nichts Hochkompliziertes. Hier werde ich etwas ein bisschen breiteres nehmen. So, da sollen dann Topfblumen rein und das werden dann im Prinzip so. Und hier werde ich mal so ein bisschen Flächentucken so dazwischen machen. Einfach nur so 3 Schalen. So, und da sollen rein Kakteen. Und ich denke mal, hier bietet sich einmal so eine Runde an. Vielleicht hier mit so einem kleinen Röschen an der Seite. Hier machen wir einfach so 3 normale, ja, 3 so Dinger. Und da können wir vielleicht ein Kaktus machen. Ich überlege gerade, da würde ich jetzt auch mehrere machen. Eventuell etwas, was ein bisschen runder ist und hier so Ableger hat. Ja, also so in der Art. So, und dann hier vielleicht noch einen kleineren. Irgendwie sowas in der Art. Vielleicht ein bisschen höher. Irgendwie so. So, und da fange ich auch ganz einfach an und ich habe mir überlegt, die Kakteen sind ja grün und eine schöne Kontrastfarbe wäre was Rotes. Das heißt also, ich werde die Töpfe ein bisschen mit Rot machen und einen, also gerade den in der Mitte, so als Blickfang, werde ich aber hier so ein bisschen abdämpfen, etwas, so ein etwas, ja, ich weiß nicht, wie ich den Rotton benennen soll, keine Ahnung. Machen wir ruhig mal ein bisschen was so Pinkiges. Viele Farben möchte ich heute nicht benutzen, also nicht viele verschiedene. Und ich male jetzt einfach hier diesen Topf an. Einfach so, wie ich den hier vorgemalt habe, male ich den hier ganz frei an. Und wenn du merkst, so diese Seite funktioniert nicht so ganz mit der Rundung, dann dreh dir das Blatt um, dann kriegst du die Rundung viel besser hin und dann ist das viel gleichmäßiger. Also da kann man sich tatsächlich ein bisschen helfen. Hier mache ich jetzt ein bisschen mehr Wasser dran, verteile das und verziehe das Ganze. Und das darf ruhig fleckig sein. Hier darf es auch so eine kleine Reflexionsfläche geben, die nicht ausgemalt ist. Also es darf ruhig ein bisschen messy sein. Ja, so. Und es sind ganz einfache Kakteen-Nudel sozusagen. So, hier unten drunter würde ich jetzt mal ein bisschen kräftigeres Rot nehmen und das mit hier unten so reinlaufen lassen, vielleicht ein bisschen tupfen. Und bei mir kommt jetzt das Licht von dieser Seite, hier so von vorne von der Seite. Und deswegen mache ich diese Seite ein bisschen dunkler. Das tupfe ich da auch direkt so rein. Das darf ein bisschen interessanter aussehen, dieser Topf. Und dann hier einmal außen und da ist dann die Reflexion. So, so die anderen Töpfe möchte ich eher in einem Blauton haben. Das heißt, ich mische mir hier so ein bisschen Indigo, vielleicht ein bisschen Ultramarin oder sowas. Ich guck mal, ich bin dann ganz frei. So, ich lasse die Farben einfach mal, ja, sich selbst bestimmen sozusagen. Vielleicht ein bisschen kräftiger darf es ruhig sein. Also ein bisschen leuchtender. So, und dann machen wir einmal hier den Topf. Und auch hier wird die Reflexion sein.
Und hier einmal. Also die linke Seite gelingt mir immer ganz gut. Bei der rechten habe ich meine Probleme, in diese Richtung zu zeichnen. Deswegen drehe ich auch hier einmal um, um hier eine schöne Topfrundung zu bekommen, die relativ gleichmäßig ist zu dem anderen. Mein Topf wird immer breiter und breiter, wie du merkst. So. Ist aber nicht schlimm. Das darf ruhig diesen Loose Look haben. Jetzt gehe ich einmal ins Indigo, damit ich ein bisschen was Dunkleres habe und tupfe auch von hier. Also von hier ist quasi nachher der Schatten von dem Kakteen so ein bisschen. Und hier der Schatten aus dem Licht heraus. Hier wird es ein bisschen heller. Und dann hier einmal auch nach hinten hin. So. Und dann hier unten der Schatten, wo es dann auf dem Boden steht. Da bin ich ein bisschen über den Strich hinaus. Du kannst dir das auch abkleben, dann kriegst du es vielleicht viel besser hin. Und das Gleiche mache ich jetzt auch hier einmal mit dem Blau. Das kann auch mal ein bisschen spitzer vielleicht sein. Da habe ich ein bisschen sehr viel Wasser genommen. Das würde ich jetzt ein bisschen dünner machen. Und einmal hier entlang. So, und dann gehe ich einmal nochmal ins Indigo rein und tupfe mir das hier so passend. Kann die Farbe hier auch so selber ein bisschen verlaufen. Ne? So, und hier vom Kakteen so ein bisschen, kann man auch hier noch so ein bisschen reintupfen. Du kannst auch hier noch ein bisschen mit Wasser reingehen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, so ein bisschen was Interessantes reinbringen an, wie nennt sich das denn? Also eine Struktur, also eine besondere Struktur in den Topf, dass der ein bisschen interessanter wird, nicht ganz so einfach nur so eine langweilige Fläche. Also kannst du dich ruhig ein bisschen ausprobieren. Du kannst auch nachher noch hier drüber ein bisschen lasieren, das geht auch. Wenn dir das hier noch zu hell ist, kannst du hier so eine Rundung reinbringen einfach. Ja, einmal drüber und hier so, zack, zack, dann sieht das schon aus, als wäre das so ein runder Topf. Also da kann man echt viel experimentieren. Ne? So, jetzt machen wir einmal die Kakteen, das heißt, ich rühre mir hier einmal ein schönes Grün an, vielleicht ein bisschen kräftiger, so in der Mitte, schön leuchtend, so. Mal gucken. So, jetzt habe ich natürlich meinen doofen Föhn nicht, ja? Also ich werde jetzt hier mit verschiedenen Transparenzen auch arbeiten. Das heißt also, ich werde erstmal ganz fein anfangen, also sehr, sehr hell, diesen Kaktus. Und der wird natürlich auch ein paar hellere Stellen haben, einfach, wo es einfach fast weiß ist. Ja. So. Jetzt verläuft er hier unten mit dem Topf. Das sollte eigentlich nicht so sein. War jetzt nicht so meine Intention, aber wenn es so ist, ist es auch nicht schlimm. So. Und dann lasse ich hier noch so ein bisschen was reinlaufen. Der kann ruhig ein bisschen bunter werden, der Kaktus. So. Hier verblende ich das Ganze so ein bisschen. Und was ich jetzt hier gleich auf jeden Fall machen werde, ist nochmal mit dem Feinliner rein. Also ich merke schon wieder, ich muss mir das umdrehen, damit der Kaktus so ein bisschen, der ist auch ein bisschen breiter geworden, als ich gehofft hatte. Aber das kriegen wir schon hin, dass das nachher gut aussieht. So, hier kommt dann nachher diese Blüte mit rein. Dann kommen da ein paar Spitzen mit rein mit dem Feinliner und dann sieht das auch toll aus. So, dann wollen wir uns den nächsten vornehmen. Ich hatte ja gesagt, ich würde hier eventuell so etwas machen, wo dann so ein Ableger ist. Und dann würde ich jetzt einfach nur hier erstmal die Dinger andeuten in hell und dann später nochmal drüber gehen. Und den hier vielleicht ein bisschen größer machen. So, und das ist ein bisschen langweilig, deswegen kriegt er jetzt hier noch einen hin. So, der endet dann später hier. Aber das muss jetzt einmal tatsächlich trocknen, damit man dann nachher die zweite Schicht besser drüber bekommen kann. So, hier gucke ich gerade. Ja, es könnte noch ein bisschen, aber ich mache jetzt hier einmal den Kaktus ein bisschen heller und lasse da so ein bisschen so weiß und diesen hier genauso. Und den davor, den machen wir dann später. Einmal dunkler drüber.
So, das bedeutet also, ich lasse das jetzt hier einmal kurz antrocknen. Und es ist wirklich ärgerlich. Wo habe ich denn jetzt? Habe ich den Föhn wirklich weggepackt? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Das ist hier mein Dings. Das ist hier das Licht. Das ist er nicht. Also, dass ich mir den weggepackt habe, das war richtig. Eigentlich habe ich den doch gar nicht weggepackt. Oder doch? Also, was ich auf jeden Fall weggemacht habe schon, das ist meine Heißklebepistole. Die habe ich schon weggepackt. Ja, mit dem Föhn weiß ich auch nicht. Also, ich bin hier quasi noch während des Aufräumens und irgendwie bin ich aber auch noch gar nicht richtig fertig. Und ich muss mal gerade kurz aufstehen, solange das hier sowieso trocknet und gucken, was das hier für ein Kabel ist. Nee, das ist auch nicht das Richtige. Ja, wie das dann so ist bei mir, ne? Recht verwirrt war ich ja schon immer. Aber wie komme ich denn dazu, mir diesen Föhn wegzupacken? Tja, der ist jetzt in irgendeiner Kiste. Und das Blöde ist, ist er jetzt für immer und ewig. Ich werde wahrscheinlich eine Kiste nochmal aufmachen müssen. Oder, was ja vielleicht nicht die dümmste Idee ist, mir noch einen zweiten Föhn besorgen. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Denn den werde ich eventuell dann doch nochmal brauchen. Also, was natürlich auch möglich ist, dass du so ineinander laufen lässt ein bisschen. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Ich würde jetzt nämlich tatsächlich hier, das ist aber eigentlich schon trocken, würde ich jetzt hier einmal so diese Blüte hinsetzen. Da merke ich aber, dass das mir gar nicht so passt. Das ist ein bisschen zu viel Wasser. Das muss einmal raus. Und das Ganze ein bisschen kräftiger hier. Gerade einmal die Farbe ein bisschen. Bisschen Magenta ist das, glaube ich. Und ein bisschen diverse Rottöne. Das soll ein bisschen kräftiger sein hier. Ich habe keine Ahnung tatsächlich, wie diese Blüten von so Kakteen aussehen. Aber ich male hier einfach so eine hin. Und dann ist das fein. So, dann einmal Pinsel sauber gemacht. Und jetzt gucke ich einmal genau so. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen grün machen. Ruhig ein bisschen kräftiger. Jetzt kommt... So, jetzt male ich nämlich hier einmal den dritten kleinen Kakteen. Der steht im Schatten der anderen sozusagen. So. Und lasse den dann auch einmal trocknen. Und bei dem hier mache ich einfach eine zweite Schicht grün drüber. Und zwar, dass man sieht, also das ist jetzt quasi die Schattenseite des Kakteens. Hier kommt ein bisschen Reflexion drauf. So, und hier ist das eine Ärmchen. Und hier wäre dann, zack, der zweite mit seinem Ärmchen. Mach einmal den Pinsel sauber und dann verziehe ich das hier so ein bisschen. Ich meine, das ist ja immer noch eine Pflanze. So. Und das andere Ärmchen, das ist quasi wie dahinter. Ja, das machen wir dann später. So, hier so ein bisschen dunkel reintupfen. Das klar ist, dass das hier rauswächst. So, hier würde ich das auch noch ein bisschen dunkler gestalten. Das ist also hier ist diese Reflexionsfläche. Und hier wird es halt ein bisschen dunkler. Und dann kann man auch hier noch ein bisschen mehr Farbe nehmen. Ein bisschen kräftiger und dann hier nochmal von hier aus ein bisschen reinlaufen lassen. Ne? So ein bisschen tupfen. Das darf ruhig ein bisschen wild sein. So, bei dem mittleren Kaktus, da würde ich jetzt auch ein bisschen mehr Farbe nehmen anstatt Wasser. Also ruhig so eine kräftigere... wie heißt es denn? Weißt schon, was ich sagen will, ne? Und dann würde ich hier einfach Details draufsetzen. So, in der Mitte so ein bisschen und dann hier so nach außen. Und dann hier, wo die Blüte ist, vielleicht noch einmal so drüber gehen. So. Und der hier, der ist noch am Machen. Der braucht noch ein bisschen. Und dieser hier ist auch noch ein bisschen am Machen. Dann lassen wir den einfach mal ein bisschen antrocknen. Was du auch machen kannst, ist natürlich hier drunter so ein bisschen Schatten setzen. Aber du kannst es auch so lassen, wie es jetzt ist. Das ist also auch in Ordnung. So, was auf jeden Fall auch noch geht, ist entweder machst du das mit einem Fineliner.
was ich jetzt auch machen werde, und zwar mit einem 01er oder 02er. Ich muss gerade mal gucken, was ich hier habe. Ich habe beides. Und zwar kann man dann zum Beispiel hier bei dem ersten, du kannst hier noch eine zweite Schicht machen gleich. Das möchte ich jetzt hier, na ja, das Problem ist mit meinem Föhn, ne? Dass ich jetzt meinen blöden Föhn nicht habe. Ich möchte nämlich hier eigentlich noch ein bisschen so eine Schattenseite mit reinbringen. So, und das verblende ich jetzt nach hier hin. So ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht an den anderen stupse. Also wenn es durchtrocknen lässt, ist das überhaupt gar kein Problem, ne? Dann kannst du da jetzt ganz normal drüber gehen sozusagen. Da ich aber jetzt hier dem Ganzen gar nicht so viel Zeit gebe, muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. So. So, hier würde ich auch jetzt einmal diese Seite, so die Unterseite, und da ist jetzt quasi der Schatten von dem Stückchen hier, wo das da rauswächst. So, und dann nehmen wir uns den mittleren Kaktus vor, und zwar würde ich jetzt hier einfach so ein paar von diesen Stippen machen hier. Von den Dingern, wo man sich dran wehtun kann. Das kannst du auch mit dem Pinsel machen. Wenn du einen ganz feinen Pinsel hast, kannst du es natürlich auch mit dem Pinsel machen. Also ich finde, Kakteen gehen sowieso irgendwie immer. Das ist auch so ein typisches Aquarellmotiv, was sehr, ja, dankbar ist, sage ich jetzt mal. Da kann man nicht viel verkehrt machen. Es geht relativ einfach, und mit dem Fineliner kriegt man das auch ganz toll hin mit diesen ganzen Nadeln. Das ist also alles fein. Bei diesem hier, das wäre jetzt einer, der hätte dann hier so kleine Vs. Das sieht immer ganz niedlich aus. Ein bisschen außen und dann ein bisschen so in Linie gleichmäßig verteilen. Dann sieht das schon ganz süß aus. Genau, auf die Kante setzen, ist auch nicht schlecht. So. Und dann sieht man hier schon, das kriegt dann also man sieht sofort, dass es ein Kakteen ist, ne? Oder ein Kaktus oder wie auch immer. So, und hierbei würde ich einmal noch Striche ziehen, tatsächlich. So, die, ich merke schon, das war jetzt nicht so schlau, weil ich bin ins Nasse reingegangen, aber ist okay, ist jetzt so, wie es ist. Und dann kann man hier so kleine Sternchen machen, je nachdem, was man da auch für so einen Kaktus hat. Du könntest auch trotzdem noch hier bei diesem auch noch eine Dings draufsetzen. Da muss ich jetzt ein bisschen warten, bis es trocknet an der Stelle. Eine kleine Blüte. Also wenn die schön blühen, dann ja richtig toll, ne? Einfach hier so eine Sternchen dran. Und dann ist das auch okay. Das in der Mitte muss noch ein bisschen antrocknen. Und ich würde tatsächlich hier oben, das so ein kleines bisschen interessanter wird, würde ich jetzt hier oben so eine kleine Blüte mal hinmachen. Nichts Wildes. Einfach nur so drei, vier kleine Stippchen, ne? Und könnte man dann eventuell hier auch noch irgendwie hinmachen. Das ist ja meistens auch noch irgendwie, die haben, glaube ich, eher so fluffy Dinger, ne? So drei Stück, damit das ein bisschen asymmetrisch ist. Es gibt dem Ganzen ein bisschen Ausgewogenheit. So. Mit dem Einser würde ich tatsächlich hier jetzt noch so ganz leicht eine Außenlinie ziehen. Damit klar ist, was hier reinwächst, was wo rauswächst. Da kann man sich dann tatsächlich damit so ein bisschen behelfen, damit dieser Kaktus noch Sinn ergibt, ne? Und hier auch die Abgrenzung ein bisschen klarer machen. So. Und damit sieht das schon mal ganz gut aus, würde ich sagen.
Den hier kann man natürlich auch noch mal einmal umrahmen. Und vor allem die Blüte könnte man auch noch ein bisschen machen. So, und was auch ganz niedlich aussieht, das habe ich schon mal gemacht, das ist schon länger her, die Kakteen ein bisschen tanzen zu lassen mit ein paar Linien. Kann man auch machen, es gibt ein Video schon dazu. Das ist allerdings schon ein bisschen älter. Wo man einfach links und rechts so ein paar Bewegungslinien malt. Dann sehen die so ein bisschen aus, als würden die tanzen. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. So, ich denke, das ist schon ganz cool. So, und schon hat man drei kleine süße Kakteen. Ob nun als Karte oder als kleines Bildchen für den Flur oder im Bad oder was weiß ich. Also Bilder hinhängen ist ja immer schön. Ach so, jetzt hier noch vielleicht tatsächlich hier noch so ein bisschen Detail reinbringen in das hier und so. Da mit dem Feinliner ist schon eine feine Sache. Ja, ich hoffe, diese drei kleinen Dinger haben dir Spaß gemacht und ja, nächstes Mal machen wir einfach andere Topfpflanzen. Wir schauen mal. Lass dich also überraschen, in was wir alles eintopfen. Bis dahin, alles Liebe, tschüss!